Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Chain of Memories. In der letzten Folge haben wir gegen Laxerne gekämpft. In der Folge davor haben wir gegen Laxerne gekämpft. In der Folge davor haben wir gegen Laxerne gekämpft. Ich habe mich jetzt hingesetzt. Hab offscreen an meiner Impotenz, was das Spiel betrifft, gearbeitet. Kann man Impotenz als Wort dafür nehmen, dass man in dem Spiel scheiße ist? Nein, wahrscheinlich nicht. Ja, ich habe mich hingesetzt, habe das Ganze auch aufgenommen. Die Videos seht ihr jetzt hier irgendwo verlinkt. Ja, das sind halt Gameplay-Videos. Dort könnt ihr sehen, wie ich trainiert habe, falls es jemanden interessiert. Ansonsten kommt jetzt hier die Kurzfassung. Level 51. Vor euch steht, wie man in der Videobeschreibung oben lesen konnte, ein ganz neuer Sora. Ich bin jetzt ein ganz neuer Mensch. Ich habe geheiratet. Ich habe 5 Kinder. Bin Hartz-IV-Empfänger. Nein, so schlimm ist es dann doch nicht. Ich habe mir ein Deck erstellt. Man muss halt dazu sagen, ich bin jetzt ein paar Level gestiegen. Habe diese Level-Skills habe ich auf neue Attacken gesetzt. Und habe Attacken gelernt, die mir so krass helfen werden, das glaubt er gar nicht. Die auch total notwendig sind. Ich habe mir ein Deck erstellt, das so aufgebaut ist, dass ich es runterrassen kann. Also ich werde am Anfang, werde ich kurz hier Feuer einsetzen. Das liegt daran, weil ich ansonsten weil Laxerne ansonsten noch einen Balken hat. Und dann läuft sie amok und deswegen, also ansonsten kann ich es wirklich komplett durchrasseln. Nur noch Combo-Attacken. Und ich schätze mal, ich werde mich da jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, aber ich werde jetzt mal meine Hand ins Feuer legen und sagen, dass ich jetzt nicht gegen Laxerne verlieren werde. Ich werde sie jetzt besiegen unter 3 Minuten mit diesen Karten und wir werden das Spiel, okay, ich weiß nicht, ob ich es heute durchspiele, auf jeden Fall haben wir das nötige Equipment und ich würde einfach mal sagen, wir gehen die Kacke jetzt hier mal so ordentlich an, ne? Um mal kurz meine Taktik zu erklären. Wie gesagt, ich werde jetzt Folgendes tun. Ich werde... Man muss halt ein bisschen aufpassen, der Gegner kann ja auch noch kontern. Also ich werde... Feuer einsetzen. Dann werde ich sie mit dieser Kartenkombination betäuben. Dann werde ich den Schlag einsetzen, den Schlag einsetzen, den Schlag einsetzen. Also eine Attacke, zwei Attacken, drei Attacken. Dann werde ich diese... Moment. Also ich werde erst setze ich Feuer ein. Dann betäube ich sie. Dann setze ich... Genau. Und dann werde ich mich genau dann... Also ich setze die ganzen Sachen hier ein. Dann werde ich mich heilen. Werde dann... Das ist der schwierige Punkt. Ich werde dann nämlich zu einem Punkt kommen, wo ich das Elixier einsetzen möchte. Die Frage ist, setze ich dafür schon den hier ein? Weil wenn ich ihn einsetze, dann ist schon mal eine Kombo... Ja, ich habe ja 2 Elixiers. Das ist immer eine Klar, so habe ich das ja konzipiert. Ich setze das so ein, damit das Elixier nicht füllen geht. Und okay, vergesst. Genug mit der Theorie. Lasst uns in die Praxis übergehen. Das wird jetzt so großartig. Ich schwöre euch, wer sich meine Gameplay-Videos jetzt nicht angeschaut hat, der wird denken, ich cheate. Der wird denken, ich hätte eine Kur gemacht. Eine 5-Jahre-Kur oder so. Come and get some motherfucker. I'm ready for your love. Ready for your love. Das Dumme ist, ich habe jetzt vor der Aufnahme nicht nochmal trainiert. Das ist schon wieder eine Woche, aber ist egal. Was habe ich gesagt? Ich habe das gesagt. I'm ready for your love. Ready for your love. Ready for your love. Ready for your love. Can you feel it? Can you feel it? You're going down, you stupid son of a bitch. Da 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 da. Da 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 da
You're going down, you're going down, you're going down by Mikey Blades. Wir haben uns jetzt lange genug unnötigen Strapazen ausgesetzt. Und ich kann nicht singen, aber es ist scheißegal. Beug dich vor Raven 2.0, du bist jetzt tot. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Das habt ihr jetzt nicht gedacht, ne? Ja, ja. Danke, danke, ich weiß. Vor allem, ja, das Schlimme ist, wir hätten mindestens schon 20 Parts sparen können. Das Problem ist eben halt, ich habe mich nicht auf die Gameplay-Mechanik eingesetzt. Und mein Problem ist wirklich, dass ich mir persönlich eigentlich vorgenommen habe, während, es klingt jetzt ein bisschen hohl, aber ich möchte während des LPs nicht eine Minute lang irgendwie nachdenken oder so, weil ich Angst habe, dass euch dann langweilig wird. Aber ich denke mal, hätte ich es getan, hätte ich wirklich, keine Ahnung, in jedem Video mal eine Minute kurz nachgedacht, hätte ich das schon viel besser machen können. Ich weiß jetzt auch mittlerweile, was es mit den Level 0 Karten auf sich hat, dank den netten Kommentatoren. Und es tut mir wirklich wahnsinnig leid, aber ich meine, es ist ein Blind-LP und letztendlich sollte es einem Spieler auch während eines Spiels so gehen, dass man mit dem Spiel wächst. Das Spiel wollte jetzt, dass ich an meiner Taktik feile und genau das habe ich jetzt getan. Also, ich meine, wir nähern uns jetzt dem Ende des Spiels und ich nähere mich jetzt der Perfektion meiner Skills. Das heißt, es ist im Grunde, ist es eigentlich okay. Jedenfalls möchte ich empfehlen, dass wir das jetzt hier leveln. Und zwar kriegen wir jetzt nämlich die Attacke, wie spricht man das aus? Ars Arcanium, ja. Das ist nämlich eine übelste Combo, quasi der Omnischlag von Sora. Den habe ich in einem Gameplay-Video gesehen, der ist sehr effektiv und darauf sollten wir auf alle Fälle bauen. Auf jeden Fall halte ich jetzt mal endlich die Fresse und jetzt kommt hier erstmal Story. Moment, ich mute mich mal kurz. No. No. I refuse to lose. Just such a bunch of losers. I think I'm fading? No, this isn't the way I won't allow. You must be Nominee. It's good to meet you. We're friends of Sora's, and my name is... You're Goofy, and you're Donald. Yeah, but how did you know that? Congratulations, Sora! You finally found your friend! I'm so happy for you. Gee, there sure are a lot of questions. Nominee, I know this probably won't be easy for you, but could you tell us what happened? Of course. It's my fault, after all. I took the people and memories that were inside Sora's heart. And little by little, I replaced them with false memories. Hey, what about Sora's promise? Made up. It was fake. Sora never really promised me anything. Me being with him on the islands, that was a lie, just like everything else. We never met. I was never Sora's friend. And you were never anything more, either. No. You see, in all of your true memories, I was never really there. Gee, then that must mean it was your magic that made the rest of us lose our memories, too. Is there any way for us to ever get them back? I can fix everything. If we go to the 13th floor. But Marluxia, he... Bet I know who that is. Was he the fella who made you tamper with all of our memories? If I didn't obey, he said I'd be locked in this castle forever. I've been
alone for so long. So you did what he told you to do because you were lonely? I'm so sorry. Don't be. Please don't cry. Oh. Of course. I know I really don't have the right to. That's not what I meant. What? It's like this. I'm really not happy about you messing with my memories. But, you know, I can't really get mad at you for it either. These memories you gave me. In my head, I know they're lies. But they still feel right. Like the promise I made. I said I would protect you and that I wouldn't make you cry. Not ever. Naminé, if you cry now, I'll feel guilty, like I let you down. So don't cry. Please. Until I get my memories back, smile and try to be happy. It's easier on me that way. Sora. Brother, that's a bit much. It's okay. Sora always gets like this every time he's around a girl. Aw, cut it out. I thought you both lost your memories too. Too bad. Good friends don't forget the good stuff. Come on. There. That's it. That's the Naminé I remember. Yeah, I really liked it when you used to smile. Of course, that was really only in my fake memories. But what I'm feeling now definitely isn't fake. It's real. Thank you. Well then, let's go. Oh boy! I can't wait to get my memory back! Naminé? Marluxia is gonna be up there, so maybe you'd better stay down here. Yeah, maybe you could look after Riku? We'll come get you when it's over. Okay. Please be careful, Sora. I'll be okay. I promise. Okay, ja, kurze Zusammenfassung für die Nicht-Englisch-Begabten. Soll jetzt nicht provokant klingen oder so, ich meine, es kann ja, ist ja, naja, whatever. Ja, Sora, ja, hängt an seinen Fake-Erinnerungen und möchte Naminé trotzdem beschützen und, Naminé freut sich. Und sie meinte, sie kann unsere Erinnerung wieder herstellen, wenn wir im 13. Floor sind. Moment, das ist ja gleich da oben. Holy crap! Okay, hast du noch was zu sagen? Ich wünschte, ich könnte Riku helfen, aber... ich bin derjenige, der ihn zum Leiden gebracht hat, richtig. Wir können ja nicht mal mit ihm reden. Er schläft jetzt im Frieden, dieser Fake-Riku da. Was willst du denn hier? Was ist, wenn wir gegen Axel Maluxia? Ja, genau, Axel. Egal, den plätten wir jetzt auch. Du bist ein netter Typ, Sora. Warum? Es ist ein Geheimnis, ja. Ich freue mich wenigstens, dass Sora und, dass Donald und Goofy wenigstens so ein bisschen sagen, dass Soras Art doch schon, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich Naminé verziehen hätte. Es ist, ja. Sora ist dann doch schon ein bisschen zu nett, wie ich finde, aber was auch immer. Klar, sie wurde gezwungen. Sie wollte nicht alleine sein, aber ha, das, ja. Naja, whatever. Keine Zeit für Nachdenken. Wir müssen jetzt hier weiter rushen. Es wird Zeit. Oh. Ja. Soviel zu dem Thema. Ich meine, es ist. Achso, es ist der 13. Halle, das heißt dann 13. Flur. Genau, richtig. Okay. Ja, mit Maluxia kämpfen, Erinnerungen zurückkriegen, da muss ich auch noch was kurz sagen, ja, ein Versprechen fällt niemand, auch, ja, was auch immer, ich habe ja die ganze Zeit gesagt, dass Maluxia voll schwer sein wird, ich habe diesen Maluxia-Kampf mit dem von Final Mix 2, also von Kingdom Hearts Final Mix 2 verwechselt, bei dem Kingdom Hearts Final Mix 2 ist der Kampf nämlich so,
dass du, dass er irgendwie einen Fluch auf dich setzt und du nur 10-mal von ihm angegriffen werden kannst. Quatsch, 100-mal. Du hast da quasi die ganze Zeit so eine Zahlen über deinem Kopf und dann verreckst du. Das war aber in Final Mix 2, das heißt, das hat nichts mit dem Kaffee zu tun. Das heißt, ich werde da voll neutral rangehen. Ich will jetzt gerade nicht speichern, weil ich nicht weiß, ob ich mich vorhin stumm gestellt habe. Also, ob es gezählt hat. Ich traue der Technik nicht mehr so. Egal, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Who was it? Who's most important to me? Nothing. Can't you remember? No, I only remember Naminé. Come on, do you guys remember anything at all? Don't sorry, Sora. It's important. But I just can't remember. I don't want to be. But I'm getting scared. Then, we should really make a promise. Huh? What you said back there kind of got my brain, thinking. Whenever you make a promise that's super duper big, maybe it gives you the courage to face the scary stuff. Courage? Yeah, let's do it! And when if we get scared, or in trouble, or even if we get separated. Or even if we sort of forget each other. Whatever happens, we're friends. All for one, and one for all! Ja, fuck. Auch so eine Sache, die ich jetzt mittlerweile mitgekriegt habe. Castle Oblivion, das Schloss des Entfallens, ist eine fucking eigenständige Map. Das heißt, wir werden hier auch nochmal kämpfen. Jetzt würde ich mir doch ganz gerne mal zwei Sachen angucken. Wir haben eben noch eine neue Sache gelernt, die ist auch sehr, sehr mächtig. Ich brauche immer denselben Schlüssel. Aha, und hier ist es dann endlich die Kombination, die ich immer... Das ist nämlich so eine Sache, ich meine, wir wissen alle, dass ich die Kombination schon öfter mal gemacht habe. Ich glaube, das war das so? Auf jeden Fall kam sie nie. Oder ist es jetzt natürlich die Erweiterung von dieser RAM-Attacke? Das könnte natürlich auch sein. Auf jeden Fall, ja, selbst wenn wir wissen, wie die Attacken aufgebaut sind von den Karten, ja, können wir sie trotzdem nicht einsetzen, wenn wir sie nicht gelernt haben. Ist doch klar. So, ich würde jetzt gerne gucken, dass ich hier irgendwie Zweier... Das ist jetzt doof. Ja, fucky, fucky, fuck. Ich probiere jetzt einfach auf Folgendes. Haben wir da genug Platz? Das könnte ein bisschen schwierig werden. Ob's auch mit verschiedenen Karten geht. Das ist jetzt zum Beispiel so ein Moment, wo ich mir dachte, ey, das dauert jetzt doch viel zu lange für die Zuschauer. Aber da müssen wir jetzt mal durch. Vor allem, ich hab keine... habe ich hier noch irgendwo? Ja. Das heißt, ich werde mir die mal klauen. Zack. Und die mal klauen. Frage ist dann nur, ob ich dafür noch zwei hab. Ja, zwei Siebener, aber das könnte... Warte, lass mich mal erstmal machen hier. So. Dann kann ich ja erstmal das Elixier wegschmeißen. Fürs Erste. Und, ja, dann schauen wir mal, ob das Ganze so funktioniert, ne? Und zwar hätte ich jetzt gerne... Fuck, ich habe in die falsche Richtung gedrückt. Komm schon, das hier. Ja,
Schaut euch das an. Schaut euch das einfach mal an. Bam, 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 bam. Okay, ich glaube, die... Ja, es geht. Vom Aufbau her geht's wirklich. Und es ist super effektiv. Und das hat er eben in dem Video gegen Axel eingesetzt. So, hier müssen wir da mal schauen, dass wir vielleicht auch jetzt mal Donald kriegen und dann mal hier die Mega-Kombo einsetzen. Ich sollte vielleicht mal ein bisschen aufpassen hier, verdammt. So, dann hätte ich doch gerne wieder das. Und da klingelt auch schon mal Wecker. Leute, ich würde mal sagen, das war's heute mit Let's Play gegen den Bats, Chain of Memories. Ich denke mal, dass unsere Wege dieses Mal sehr gut gepflastert sind und wir werden auf jeden Fall schneller vorankommen. Bis zum nächsten Mal. See ya.